So, der Aufnahmeversuch Nummer X, keine Ahnung, ich schaffe es irgendwie nicht mal hier ein kurzes Video zu machen, ich werde immer unterbrochen. Neuer Versuch startet jetzt. So, wir haben jetzt hier ein Event, wir sehen Pingratian ist im Sumpfhabitat, Azurathalos ist im Waldhabitat. Hier ärgert es mich schon wieder, dass ich die 10er freigeschaltet habe. Die Entscheidung bereue ich zwar nicht, weil ich fast alle 9er easy legen kann, aber bei Event-Monstern ist das ja immer so eine Sache. Und hier habe ich einen 9er, würde ich eher meiden und einen 10er meide ich sowieso. Einen 9er Pinkratian, die würde ich machen, die hatte ich für easy. Aber bei Azurathalos, na, da muss ich dann doch passen. Egal, das Schöne ist, wir haben es 2 Wochen. Das ist schon eine Neuerung, wir haben selten Events, die bis zu 2 Wochen dauern. Und damit gepaart kommen auch neue Events mit dazu, also Event-Quest. Wir haben einmal die Monster Hunter Story Questline, die bleibt für 19 Tage. Ist super easy abzuschließen. Ich habe es noch nicht geschafft, weil ich einfach wegen Elden Ring halt kaum Zeit hatte, die letzten 2 Tage. Und ja, das ist der einzige Grund. Du musst nur große Monster legen, ein paar Sammelpunkte, Objekte sammeln und dann ab und zu eine Hauptstory durch Besiegen eines bestimmten Hauptstory-Monsters abschließen und schon hast du hier Stufe 11 erreicht und bekommst die Deko-Kopfrüstung von Naviru, einmal normal und einmal in der Donner-Variante. Hier unten haben wir noch frohes Jagen, bleibt auch für ganze 12 Tage. Du kriegst viel Zenny mal wieder, finde ich schön, 5000 Zenny. Am Ende sind sogar nochmal 10.000 Zenny und eine Wyvern-Gem-Shards und du musst dafür Azurathalos und Pingratian legen. Das war's. Kriegt man in 2 Wochen easy hin. Deswegen kurz erwähnt und dann ist auch gut. Wir schauen uns mal die Deko-Rüstung an. Da, die hätte ich auch gerne, aber ich muss sagen, es ist ganz witzig und einmal drüber schmunzeln, da mache ich dann doch mit. Aber langfristig oder für mehr als nur eine Jagd kann ich mit der Deko-Rüstung ehrlich gesagt nichts anfangen, weil ich finde, dieser Kopf, das sieht irgendwie nicht so geil aus. Das macht die gesamte Rüstung, zieht die ins Lächerliche. Es wäre was anderes, wenn man jetzt von dem Kopf die gesamte Flauschplauze hätte. Das würde ich wieder abfeiern. Weil wenn nämlich der ganze Katerich in seiner Donnermontur sich ein Monster stellt und überall sieht es so schön gelb blitzend aus, das würde ich schon eher abfeiern, aber nur der Kopf ist mir ein bisschen zu wenig. Judy, dann, was gibt's noch Neues? Es gibt ja jetzt das hier, eine erhöhte Gruppenjagdbelohnung. Und dieses Bild werde ich 100 Pro im Thumbnail schon verankern, weil ich finde, ich kann mir das angucken und kann mich gar nicht oft genug dran satt sehen. Weil das ist mir noch nie passiert, dass ich 3 einzelne rote Drops bekommen habe. Was ich kenne ist, Slot 1 und Slot 2 kann ja in den Huntertons. Was heißt kann? Da sind doppelte Belohnungen drin und wenn dort mal ein roter aufkreuzt und dann noch als Zusatz für gebrochene Teile, dann ist es sogar theoretisch möglich, dass ein Mensch mir ein Bild zeigt, wo er 4 rote hat. Habe ich aber bisher noch keins gesehen und 3 habe ich auch bisher noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie hoch das Glück sein muss, dass das passiert, aber ja, doppelter hier oben und ein für einen gebrochenen, das kenne ich, das ist cool, aber 3 separate Drops und ihr wisst, wie schwer das ist, bei einem 8er Kushala einen Kopf zu brechen, dass ausgerechnet da ein roter drin ist und dann noch im Extra-Slot der Gruppenbelohnungen. Also das Event hat sich für mich schon gelohnt, man muss sich nur entscheiden, macht man eher Kushala oder macht man doch eher die Huntertons, weil dort ja mehr Belohnungen drin sind. Hier zum Beispiel, da ist Zinogre und von dem kann es eben passieren, dass du einen doppelten roten im ersten und im zweiten Slot bekommst. Und darauf haben wahrscheinlich auch mehr Leute Bock. Was haben wir hier? Ach, leider nur ein 6er. Lohnt sich nicht rauszugehen. Okay, das war's auch schon. Dann, ich habe heute wieder festgestellt, es klappt nicht so gut mit den 8er Kushanern. Heute wieder nur einmal einen abwehren können. Es hat nicht gereicht. Ich konnte nicht flüchten, leider. Zu spät gecheckt. Ich bin auch felsenfest davon ausgegangen, dass wir den easy legen. Und warum auch immer hat der Schaden am Ende gefehlt. Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mal geschaut, was macht denn eigentlich mein Black Diablos Bogen? Den habe ich ja schon lange nicht mehr angefasst. 10-2. Ich habe ihn heute auf 10-2 bringen können. Und ich bin gar nicht so weit entfernt auf 10-4. Weil nur 6 blaue und 17 rote. 17 rote könnte ich in einer Woche machen. Ich habe zwar jetzt wieder ja, Arbeitspensum, was ich stemmen muss. Und es wird auch wieder regnen, leider die Woche. Und auch sehr heiß werden. Das heißt, ich, also realistisch betrachtet, kann ich eigentlich nur früh rausgehen für so 2-3 Stunden. Und manchmal habe ich Glück und bekomme da eben 3 rote.
Und wenn das so passiert, habe ich in einer Woche die Waffe auf 10-4. Ja, und dann kann ich die ein bisschen testen. Weil ich muss mal testen, ob... Weil das Ding ist, die macht ja Piercing-Schaden. Und Kushala lässt sich ja blöderweise auch lieber piercen, als wenn ich mit meinem Pingratian-Bogen die Breitseite reinknall. Weil da ist der Schaden nämlich null. Die erste Hälfte ist immer ganz cool. Da bin ich eine super Unterstützung. Und in der zweiten Hälfte ist so für mich schwierig, den Kopf zu treffen. Weil ich kann nur auf den Kopf gehen oder versuchen, mit der ersten Aufladung den zu durchschießen. Gut, egal. Das waren erstmal so die fetten Infos. Also mehr Belohnungen, 2 Wochen Zeit. Richtig geil. Und jetzt zeige ich euch mal was anderes Fettes. Sly hat es geschafft, auf Stufe 300 zu kommen. Ich finde es so krass, dass das jetzt schon jemand hier bei uns hat. Stufe 300. Du kannst gerne mal reinschreiben, aber jetzt wirklich Real Talk. Wie viele Stunden am Tag zockst du jetzt noch? Du wolltest es ja ruhiger angehen lassen, jetzt wo du die 300 hast. Ich würde es aber gerne mal wissen, weil wenn ich an letzte Woche so zurückdenke, ich hatte ja Urlaub und ich habe auch mal probiert, jeden Tag ein Level hinzubekommen. Oh, für mich ist das super schwierig. Ich müsste so 4-5 Stunden mindestens zocken, dass ich das schaffe. Ich hatte an einem Tag mal sogar 1,5 Level, aber da muss alles passen. Da muss das Wetter gut sein, ich muss Bock haben. Trankverschleiß ist auch so eine Sache, ich muss motiviert sein vor allem. Also Hut ab. Es ist für mich immer noch krass zu sehen, dass da Leute wirklich jeden Tag ein Level schaffen. Geht in meine Rübe nicht rein. Was auch in meine Rübe nicht reingeht ist, hier pass mal auf, da sind schon 90. Da war vorhin noch eine 89. Das heißt, jetzt in dem Moment, wo ich hier eine Aufnahme mache, hat Sly ein Kushala gelegt. Um 12.50 Uhr. Keine Ahnung, wie das geht. Ich finde es krass, dass man jetzt schon 90 hat, aber es geht halt noch krasser. Und ich werde es halt nicht rausgehen, das ist so schade, weil man ist ja immer irgendwo am Vergleichen und denkt sich, hä, ist man selber zu schlecht oder machen die anderen irgendwas besser oder anders? Weil wie kann es sein, dass jemand einfach mal ein Drittel mehr hat oder 50% mehr? Ich habe ja nur 62, Sly hat jetzt 90, vielleicht macht er auch ein paar 6er Raids, was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann, oder? Weil dann geht's ja wieder. Weil 6er Raids spawnen ja schon öfter. Aber es geht halt noch krasser. Hier hat Nacho Zinogre, er hat einfach mal mehr als das Doppelte. Und ich habe euch ja schon berichtet, wie ultra schwer es für mich ist, überhaupt 8er Raids zu finden in meiner Freizeit. 4 Stunden, 7 Stück. Und das habe ich auch nur geschafft, indem ich alle anderen Monster auf der Straße habe liegen lassen. Weil du kannst ja mit dem Fahrrad schlecht zocken. Und mit dem Wissen... Also ich weiß ja durch die eigene Testung, wie hammerhart schwer es ist, überhaupt einen Achter zu finden. Und wie soll da jemand 126 Raids schaffen? Wie geht denn das? Es sei denn natürlich, da wird reingebuttert in jeden 6er Raid. Dann okay, dann geht das. Aber das sind immer wieder so Fragen, die ich mir stelle und die ich leider nicht beantwortet bekomme. Vielleicht ist ja auch Nacho Zinogre jemand, der als Influencer arbeitet. Vielleicht ist das so sein Tagesgeschäft. Dann kann ich es mir auch schon vorstellen. Ist ja wie bei Brandon Tan, der berühmt-berüchtigte Pokémon Go-Spieler, der ja auch den ganzen Tag nichts anderes macht, weil es sein Lebensunterhalt auch ist, dass er da reinbuttert. Dann kann ich es auch eher nachvollziehen. Und jetzt zum Beispiel... Was ja auch noch dazu kommt, letzte Woche in meinem Urlaub, das Wetter war beschissen. Es hat ultra viel geregnet, Bäume sind ausgerissen worden. Ich habe euch ja auch schon mal berichtet, dass hier Bäume quer lagen in Flussbetten, die Wege versperrt haben. Und das soll für euch nochmal zeigen, ich erzähle jetzt hier keinen Blödsinn. Wenn ich sage, oh, es hat geregnet, natürlich kann man auch beim Regen rausgehen mit dem Regenschirm. Aber bei Sturm und Unwetter, wo ich dann denke, okay, jetzt wird es so langsam ein bisschen lebensgefährlich auch, du kannst nicht jeden Tag zocken. Du bist ja allein wetterbedingt auch schon mal irgendwie ans Bett zu Hause gefesselt. Und allein das sorgt schon dafür, dass du eigentlich nicht jeden Tag ein Level schaffen kannst. Ja, möchte ich nur mal so in dem Raum stehen lassen, also für all diejenigen, die sich fragen, wie das geht. Ich kann es auch nicht beantworten, das müssen dann euch die Leute sagen, die halt das hier schaffen, so ein Pensum. Es müsste jetzt hier Nacho Zinogre zugucken und sagen, ja, ich mache halt das und das und das und ich zocke halt da und fahre mit Auto rum und wohne vielleicht an einem Ort, wo halt mehr Gathering Points sind und cash dafür jeden Sechser ein, sowas halt, ne? So ein Feedback fehlt halt von den Leuten.
so wie ich euch mein Feedback geben kann, ich kann ja auch nur sagen, wie ich spiele. Und ich spiele meistens so bei 2 Stunden am Tag oder 3 Stunden, früh meistens. Und nach der Arbeit bin ich halt oft kaputt, dass ich dann nicht nochmal eine extra Runde drehe. So ist halt, finde ich, auch normal. Und alles, was über das normale Maß hinausgeht, das ist dann schon so, wo ich sage, krass, Hut ab für die Leistung, wenn man da wirklich durchzieht. Aber wie man das schafft, ist trotzdem ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel, aber damit haben wir alles gesehen. Ich bin also jetzt am Black Diablos Bogen bauen. Event ist cool. Deswegen heute nochmal ein Video. Also mir macht Spaß. Ich muss noch gucken, wie ich mich jetzt motiviere, rauszugehen, weil jetzt wird auch wieder sehr heißes Wetter. Es bleibt dabei. Ich mache früh meine Runden, 3 Stunden und das war's. Und dann werde ich mich abends eher zurücklehnen. Ich versuche dann auf Arbeit noch in der Nähe einen Raid mitzunehmen, wenn ich einen finde. Gestern zum Beispiel habe ich auch jede Stunde mein Handy angemacht und ich habe einen Kushala Raid gefunden. Einen. In der ganzen Arbeitszeit, ne? Das heißt, selbst wenn ich während der Arbeit noch irgendwie versuche, in den Pausen was zu reißen, ist es trotzdem nicht möglich, auf 126 Kushalas zu kommen. Ist einfach krass, was machen denn die Leute? Was sind denn hier für krasse Gamer mit dabei? Judy, das war's aber. Damit euch eine schöne Woche. Rinja hauen und tschüss.